Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Terroranschlag in Solingen wurde von einem Mörder vollzogen, aber er hatte nicht nur einen Täter. Hinter jedem islamistischen Täter und jeder verachtenswerten islamistischen Tat stehen Hintermänner. Menschen, die den Islam zum Islamismus pervertieren, die radikalisieren, die menschenverachtende Hetze verbreiten. Und genauso klar, wie man die Terroristen bekämpfen muss, müssen wir auch die Hintermänner, die Radikalisierer und die Hetzer endlich in den Fokus nehmen. Und die sind überall, auf dem ganzen Globus verteilt. Sie radikalisieren jeden, der ihnen in die Finger kommt. Übrigens völlig unabhängig von Nationalität und Hautfarbe. Und sie radikalisieren in unseren geflüchteten Unterkünften. Sie radikalisieren unsere Kinder. Der Ministerpräsident hat das zu Recht gesagt. Und sie radikalisieren unsere Nachbarn. Und deswegen müssen wir uns genau für unsere Kinder und unsere Nachbarn stellen und es nicht zulassen, dass diese in diese Radikalisierungsfalle kommen. Und die Radikalisierung funktioniert nicht mehr so wie vor zehn Jahren noch über den persönlichen Kontakt, sondern mittlerweile über TikTok. Und da werden scheinbar harmlose Fragen in 30 Sekunden beantwortet, Fragen, die Jugendliche umtreiben. Zum Beispiel, ich bin verliebt, darf ich ein Mädchen küssen, obwohl ich nicht verheiratet bin? Darf ich als gläubiger Muslim beim Ordnungsamt arbeiten, obwohl ich Schanklizenzen kontrollieren muss? Darf ich Freunde haben, die nicht gläubig sind? Und die Antworten, ich rate Ihnen, das sich alle mal anzugucken, ist immer ein sehr verständnisvolles, aber klares Nein. Und die Antwort dieser offenen Gesellschaft muss heißen Ja. Ja. Und deswegen müssen wir an mehreren Fronten ansetzen. Es darf nicht sein, dass islamistische Influencer ungestört menschenfeindlichen Hass und Propaganda an unsere Kinder und Nachbarn verbreiten. Der Staat muss eingreifen. Wer unsere Freiheit missbraucht, um sie zu zerstören, muss mit unserem erbitterten Widerstand rechnen. Plattformen wie TikTok fördern durch ihre Algorithmen die Verbreitung extremer Inhalte. Und wer das ignoriert oder wie TikTok sogar die indirekt unterstützt, mit dem muss der Gesetzgeber und vor allem auf die europäische Ebene in den Konflikt gehen. Und drittens, wo Unsicherheit herrscht, wo Perspektivlosigkeit herrscht, wo man nicht weiß, was passiert mit einem, da setzen diese Radikalisierer an und bringen das Gift, das Hass in den Menschen rein. Und auch deswegen ist es wichtig, dass da, wo das passiert, wo Unsicherheit entsteht, und das ist auch im Asylverfahren, schnell Klarheit herrscht. Denn Perspektivlosigkeit und Unsicherheit, das ist wirklich Gift bei Radikalisierung. Und deswegen braucht es ein funktionsfähiges Asylsystem in jeder Hinsicht, in Personal und in Unterkunft. Und es ist gut, dass Josephine Paul hier bedacht, durchdacht vorgeht und nicht nur Sachen schon umgesetzt hat, sondern weiter Punkte auf den Tisch legt, wie es gehen kann. Heute erneut dafür vielen Dank. Und vierter Punkt, wir müssen unsere Kinder und unsere Nachbarn resilient machen gegen diese islamistische Propaganda, übrigens gegen jede radikal menschenfeindliche Propaganda. Junge Menschen müssen erkennen, dass ihre Stärke in ihrer Individualität liegt. Und in Schulen müssen wir klarstellen, der Islam ist eine Religion, der Islamismus ist Terror. Da gibt es einen Unterschied und den benennen wir. Und wer islamophobe Sachen in die Schule bringt, da widersprechen wir. Und da stellen wir uns vor unsere Nachbarn. Denn der Kampf gegen Terror darf nicht zur Islamophobie führen. Und Muslime hier im Land zweifeln gerade. Viele, auch junge Menschen, wenn die nach Gaza gucken oder wenn die ein oder andere AfD-Rede hören, ob sie noch Teil dieser Gesellschaft sind. Und diese demokratische Mitte muss sagen, ja, ihr seid Teil dieser demokratischen Gesellschaft, wir kämpfen um euch und wir verteidigen euch vor Radikalen. Nach außen hart entschlossen handeln, unsere Freiheit verteidigen mit klarem Kopf und starken Strukturen und genauso nach innen aufeinander Acht geben. Das Schützen, was uns zusammenhält. Solingen hat uns tief erschüttert
uns als Einzelne, uns als Gesellschaft, aber unser Fundament steht. Das Fundament unserer Werte. Wir werden den Islamismus nur dann hart bekämpfen können, mit Entschlossenheit und kühlem Kopf, wenn wir hochhalten, was der Islamismus im Kern bekämpft. Unsere Wertgrundlagen. Und aus dem, was Islamisten am meisten verabscheuen, unsere Humanität, unsere Freiheit, unser Individualismus, kann das erwachsen, was die Islamisten am meisten fürchten. Unsere Entschlossenheit, diese Werte gemeinsam zu verteidigen. Vielen Dank.